Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, wieder mal, South Park, Fractured Battle. Immer noch Release-Tag. Ich bin ein bisschen süchtig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Tut mir leid, aber es ist leider so. Ja, wir können doch zum Rathaus gehen. Wie wir bemerkt haben. Oh mein Gott, Wieslinge fertig zu machen, hat sowas Emanzipation. Was ist das? Emanzipation. Verarscht. Es ist ein großer Fehler. Das ist jetzt auf der Fresse. Das ist jetzt einfach auf der Fresse. Schallmauer oder ist dein Kiefer gebrochen? Wen infiziere ich jetzt? Hm. Okay, dann treffe ich die auch. Ich muss mir die Zähne putzen! Sofort! Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Wehe, jemand postet jetzt ein Bild von mir auf Kunstagram! Oh, nicht das. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Krieg jetzt gar nicht direkt. Unsere Chancen steigen stetig. Ich hätte doch noch zwei Leben so. Ah, ich weiß, was ich mache. Oder nee, ich denn. Ich kann mich da gar nicht hinstellen. Ich will. Das ist eigentlich dumm. Ich will ihn halt wieder auf meine Seite haben. So sorgt man für Schmerz. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Ja! Na, ich sag mal auf für dich, Alter. Recht schaffen. Das Publikum betoben. Das war episch. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Quatsch. Wirklich nicht. Blutvergießen geht klar. Blut trinken ist voll daneben. Probier's doch erstmal. Na, fuck. Also los. Ja. Saugen wir sie mal an. Fantastisch. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt, das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Wirklich. Ah, das war's schon. Titelanwärter. Okay, ich kann die 6er sein. Hey, wir Klässler, komm, spiel mit geben, uns Großen! Wow. Ah. Fuck, ich wollte eigentlich das Ding anzünden. Essen ist serviert! Ihr seid das Essen! Hau rein, Neuer! Noch so ein paar in der Art, dann sind wir durch! Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Oh, Alter, verausgab dich nicht. Mach ich nicht, keine Angst. Moskito auf Blutjagd! Gute Arbeit. Ich gehe nur mal eben kotzen. Macht es. Hey, jetzt kommt Popelkanone. Lass dich da von deinem Freund passieren. Viertklässlerversohlen, geile Sache. Ha. Ha. Ohne zu zucken, Respekt. Ich bin jetzt dran.
Ich hab was für dich. Kriegt man in der Pubertät Mordgelüste? Ja. Jau! Moskitos sind die tödlichsten Tiere der Welt, aber du liegst knapp dahinter. Boah. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Ja! Na, Scheiße für dich! Cool and Friends für immer! Und ab die Post! Komm, auf die Fresse. Juckreiz für alle! Ja. Jawoll! Sechs Klasse Sieg gewonnen. Oh. Allein dieses Angewiderte, das hat so viel Schaden. Euch Platz zu machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Schnapp uns nicht weg, Neuer. Los geht's. Drake ist bisher einfach hart und schlicht in den Kopf. Nur das Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes Mal lieber den Mund zu. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Immerhin habe ich keine Eier an deiner Haut gelegt. Alter, du übertreibst brutal. Quatsch. Ja. Er ist es, Super Kree. Omega Crash Extra. Na ja, weg mit dem hier. Kein Problem. Wir haben verloren. Sechs Klasse. Keine Ahnung. Abstoßungsfiole. Alter, wie die eskalieren. Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Sie haben heute keine Termine, Ma'am. Hallo, junger Mensch. Ich bin die Bürgermeisterin von South Park. Du freust dich sicher, hier zu sein. Nö. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Das war's. Man hat ja nichts zu sagen. Das ist nicht so viel. Ich hatte hier noch eine Quest oder irgendwas Neues. Sag mal, spinnst du ein bisschen? Toll, die hätte jetzt das alles noch umgeholt. Bestätigst mich wirklich in meiner Entscheidung. Also, wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist dir gelungen. Willst du das Babytreten fühlen? Solange es noch geht? Unglaublich, dass eins von euch Monstern in mir drin ist. Aber nicht mehr lange. Sieh dir an, was wir haben, bevor sie uns die Bude dicht machen. So, leichter als eine Waffe zu kaufen.
Falls das nicht funktioniert, kannst du immer noch die Treppe runterfallen. Ich frage mich halt, wenn der mir sagt, ich habe mein Dingslevel ist zu niedrig, mein Machtlevel. Wie soll ich das denn steigern? Wie bist du zum Superhelden geworden? Hat der Mob deinen Onkel umgebracht und du findest keine Ruhe, bis er gerecht ist? Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Das ist ja nochmal so ein Yaoi-Zeug. Ja, gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Ich muss einfach mal kurz ein bisschen was absuchen. Hast du ein Selfie mitmachen? Haben wir in letzter Zeit nicht Glück mit dem Wetter? Oh, halt die Fresse. Gucken wir mal weiter. Tun wir bitte die Mobile rein. Gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Hey, findest du das lustig? Die Zentrale hat uns neue Ware geschickt. Schallfäkalisator. Ich setze dich auf unsere Mailingliste. Schau bald wieder rein. Kann ich jetzt mit dir? Oh, lieben gerne. Sobald du dich für einen Tarif entscheidest. Arschloch. Oh, das Ding ist ein bisschen stärker. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Viel zu teuer alles bei euch. So, was haben wir hier noch? Mich denn dahin? Vor allem so von seinem eigenen Scheißsohn. Kranker Typ. Hat dir deine Mama das angezogen? Jemand sollte mal ein ernstes Wort mit ihr reden. In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Das ist Testerburger. Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke. Ich folge dir auf Instagram, wenn du ein Selfie mit mir machst. Wie klingt das? Genau das habe ich dich doch gerade gefragt, Sharon. Happy Halloween, jetzt folgt dir eine coole Mom auf Instagram. Ist das nicht super? Wie komme ich denn da oben bei? Nice, das hätten wir geschafft. Bisschen mehr EP. Aber so langsam muss ich ja trotzdem. Da lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Riechst du das? Das ist der Geruch neuer Ware. Wow, hast du dein komplettes Outfit hier gekauft? Natürlich. Beeil dich lieber, bevor du dich mit irgendwas ansteckst.
Sorry, ich hab nicht viel für Selfies übrig. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Ich hätte gedacht, vielleicht macht das irgendwas. Bis er noch in die Kabine gucken kann oder so. Das ist Körperverletzung. Furzen ist nicht nur eine... Willst du hier eine Wurst absetzen? Eigentlich ganz gute Idee. Das ist schon. Wir zwei wären ein super Paar. Vor allem, als ob man drauf, wenn ich furze, voll eklig. Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen? Yeah. Nehmen wir das Ding mal und dann bauen wir das noch in Artefakte rein. So, bei 70, ich glaube, das denke ich mal sollte reichen, oder? Von dem Yaoi-Kram. Alter, wie viele gibt's denn hier? Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen! Ja, halt die Fresse. Das ist schade. Das ist my home, wenn ich... Ja, möchte ich. Oh, wie kommst du überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Ja, ich habe gesagt, wir wissen von den Gender-Problemen unseres Kindes. Du dumme Schlampe! Du versaust uns doch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin! Nice. Das ist so viel zu traurige Stimmung für South Park. Hier esse ich die ganze Zeit Brownie-Skandella. Hash Brownies sind es wahrscheinlich. Sie am Heulen und das Ding ist dann noch am Updaten. Powerpump-Kostüm, Zwielichtlocken. Oh, da war ein bisschen was drin.
Gehen wir mal schlafen. Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Die Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Kuh. Ich bin wieder verkleidet. Gut, dann machen wir mal weiter. Na, Captain Diabetes wird dich zum vermutlichen Aufenthaltsort des Mädchens mit dem Schwanz-Tattoo führen. Oh, süße Mizi. Süße Mizi. Schlau. Bisschen übertrieben, oder nicht? Komme ich denn raus? Nein, bleib draußen, bleib draußen. Rätselmeister, jawohl. Aha! Keine Angst, vor dir steht Captain Diabetes. Ja, ein waghalsiger Gentleman mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Kunstzucker, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Alter, ich bin echt... Ich bin der fucking Sidekick von Captain Diabetes. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Behindert. Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich. Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Sie können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Was? Randy. Du willst es drauf anlegen? Na gut. Vorsicht, Sidekick! Auch geschwächt ist dies ein gefährlicher Feind! Geschwärzt? Bin ich eine Olive? Schau gut zu, Sidekick! Koma-Kombo. Was ist das? Insulinschock? Zuckerrausch. Hätte ich fast alles verschüttet. Ich hab keinen mehr sitzen. Also, komm mir doch einfach mal. Tut mir leid, Mr. Marsh. Fuck! Hier steht die Kotze auf Oberkante, Unterlippe. Mom! Sieh zu und lern! Ein Schild der Schaden absorbiert. Ich brauche meinen Schlüssel, um Bier zu holen, ihr Arschkrampen. Genau das ist das Problem, Sir. Bullshit. Attacke! Gut. Ich mach sie fertig! Was war das jetzt? Das Gegner zurück in Verdammnis und sie. Ja, dann... Ja, was soll das?
kann euch auch Süßigkeiten mitbringen. Ich brauche nur den Autoschlüssel. Nein, danke, ich habe Diabetes. Schnapp ihn hier! Hey, fick dich auch! Captain Diabetes und seinem Sidekick ist keiner gewachsen. Sehe ich genauso. Oh Gott. Was kann ich jetzt denn? Yes, gibt's. Saures. Hat gar nicht wehgetan. Züg. Gefäß von Bacchus. Okay, Zeitick, die Pflicht ruft. Ja, warte. Ich hab ein neues Artefakt gekriegt, das gar nicht mal so bad war, glaube ich. Der Zeck von fucking Captain Diabetes. Das ist Humankind's Geheimversteck. Schütze machen mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat an meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durchs Fenster. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch. Ich kann noch mehr sammeln. Und führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. Komm schon, Zeit, keine Angst. Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Bevor als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint Hippo, auf zum Stadtplatz. So. Oh, wer hat mir in die Hose gepisst? Alter. Alter, was geht hier ab? Das ist South Park bei Nacht. Ich liebe Burnham County. Einfach die beste Band der Welt. Von denen würde ich mich glatt flachlegen lassen. Hey, nicht vordrängeln. Mein Zuckerkorn ist hier genau das Richtige. So viel Zucker! Oh Gott, das war zu viel! Oh, Insulin! Insulin, schnell! Und jetzt bin ich wieder der Alte. Wie du siehst, habe ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert. Los, hier lang! Der Gott, das ging aber wirklich umhauen. Alter. Kranker Typ. Was soll ihm lassen? Ich dachte, jetzt irgendwie der fällt einfach so um oder so. Hier werden wir die Frau finden.
auf den Tipp gefasst. Komm, lass uns reingehen. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid. Tritt zur Seite, Bürger. Ich bin Captain Diabetes. Ich muss mit den Ladies da drin reden. Macht eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße. Was soll ich tun? Hey, jetzt verpisst euch endlich! Hey, labern könnt ihr auch draußen. Es muss noch einen anderen Eingang geben. Hey, ich dachte, wir wären Freunde. Gut mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Kein Problem für Diabetes. Ah. Und natürlich, zur Seite, Sidekick. Das ist die Lego. Da unten. Das ist ja krass. Nach dir. Alter. Geschafft? Die Lady ist wohl da lang. Ah, ja. Ich bin gerade bei 32 Minuten genau. Okay, wir sind im Stripclub. Wow, diese Ladies haben wirklich Rhythmus. Aber keine Sorge, Sidekick. Wir sind Superhelden. Wir kriegen das hin. Eine dieser Ladies weiß das über die verschwundene Katze. Aber welche? Hier ist der Plan. Wir müssen uns jemand suchen, der mit uns ins VIP-Zimmer kommt. Wir treffen uns dort, wenn du wen gefunden hast. Ihr alle mit schwachem Herzen habt ihr euer Testament gemacht. Die Kinderkrippe ist hinter der Bar, Süßi. Hey, bist du nicht ein bisschen jung, um hier zu sein? Komm wieder, wenn du volljährig bist, dann lass uns an meinen Implantaten nuckeln. Ich frage mich mal, ob ich die Brüste gerade zensieren muss. Hey, niemanden gefunden? Kein Problem, ich habe keinen Tippen aufgekabelt. Spiel einfach deine Rolle. Hey Mädels, habt ihr Lust, Party zu machen? Das ist auch für deine Freundin, hä? Huh? Frag ich die geil, Mann. Genau, wollen wir ins VIP-Zimmer gehen? Ich weiß nicht, sie ist ein bisschen klein. Ich stehe auf klein. Du nimmst die mit dem Sprachfehler. Okay, dann wird's Zeit für ein Lapdance. Können wir da drin nicht einfach ein bisschen quatschen? Erst wird getanzt und dann quatschen wir. Oh, okay. Hey, wir sind nicht zum Quatschen hier, Baby. Ja, ich sag gar nichts, bevor ich nicht ein bisschen Action im Schritt bekomme. Oh nein. Na gut. Okay, Sidekick, du weißt, was das bedeutet. Was für eine Aktion war das denn? Ja, scheiße. Oh, scheiße! Boah, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Ich muss gleich kotzen. Hörst du das nicht? Ist ja cool. Dafür zahle ich aber nicht. Oh nein! Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Scheiße, was soll das? Truck. Alter, dieses Spiel, ne? Oh nein, hör auf. Lass uns doch lieber quatschen. Lapdance geschafft. Dieses Spiel, okay, lass uns quatschen. Quatschen? Ach nee. Also, was macht ihr so beruflich? Und habt ihr mal mit einer Lady mit Penis-Tattoo getanzt? Wieso ist euch dieses Penis-Tattoo so wichtig? Ja, Classy hieß die. Sie heißt Classy? Ja,
Classy mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Natürlich! Deswegen das Tattoo! Wir haben den Namen! Los, gehen wir! Was soll das heißen? Ihr könnt uns hier nicht einfach sitzen lassen! Ja, muss ich die Verschätzung angefurzt. Ihr bleibt mal schön hier! Haha! Ich bin keine gewöhnliche Stripperin, ich bin Captain Diabetes! Was? Mein Sidekick und ich haben unsere Verkleidungskünste genutzt, um euch Informationen zu entlocken. Damit kommst du nicht davon, Captain Diabetes! Oh Scheiße, mit meinem Ständer kann ich kaum laufen! Ja, ich wurde bis jetzt nur angefurzt. Tja, wa? Das für einen minderjährigen Jungen. Oh, da zahlt man satte $20 für eine Edelstripperin und dann das! Ich will in eines dieser kommunistischen Länder, in denen Ständer staatlich subventioniert. Er hat vielleicht Nerven. Du hast dein Lapdance bekommen, als er sagt, Geld zurück gibt's nicht. Ha, ja. Ist echt so. Einen Tanz? Will jemand einen Tanz? Liebe im Namen der Gerechtigkeit! Ich hab nen Happy Hour Coupon für mich und 4 Kumpels. Da krieg ich 30% Rabatt auf jeden Ständer von euch. Hey, hat man euch nicht beigebracht, keine Stripperin zu schlagen? Ist echt so. In Thailand hat man. Lass uns mal einen Tanz zulegen. Wir müssen zu Classy. Ich rufe die Verbraucherschutzzentrale an und sag denen, dass du ihn nur halb steif gemacht hast. Was ist denn, wie das so da juckt? Zeig ihnen, wer der Boss ist! Hab ich. Ich kenne einen Stripclub mit nur einem Dollarzeichen auf Yen. In Thailand kriegt man für $5 einen Ständer. Das hat gesessen. Gebt auf, Super Twerk. Gib lieber auf. Jetzt sind wir 2-1. Na dann gibt's jetzt nochmal auf die Fresse. Ja. Die Herrschaften sollen sich an den Geschäftsführer wenden, wenn sie mit dem Lapdance-Angebot im Pepper mit Hippo unzufrieden sind. Adieu! Ja, das ist auch hopp. Muss ich genauso. Ich muss hier die Übel abpissen. Gute Arbeit! Okay, zurück zur Bühne! Okay, Leute, ich hoffe, ihr amüsiert euch. Vergesst das Trinkgeld für die Kellnerinnen nicht. Und wenn ihr schon dabei seid, spendiert dem DJ doch gleich noch einen Drink. Und jetzt gibt's heiße Action mit Esmeralda. Verstehe. Der DJ ruft die Namen von den Bitches und dann kommen sie auf die Bühne. Los, wir müssen irgendwie den DJ ablenken. Ich hab's. Meine Mutter säuft immer Gin Tonics, bis sie umfällt. Wir mixen den DJ ein und tun irgendwas Starkes mit rein. Dann haut er den um. Schnell, mix den Drink. Okay, finde einen kostenlosen Gin Tonic, finde eine besondere Zutat. Ich glaube, Gin Tonic ist da unten, kann das? Finde eine besondere Zutat. Hey, hast du dir schon meine CD angehört? Ich bin ein viel besserer DJ als das Arschloch. Hab inzwischen neues Zeug reinbekommen. Die Reiberoute von Gargant. Okay, Leute, keiner spendet den DJ einen Weg. Die Hose sind das Zeug. Putzt dir nicht nur den Rachen. Genieß die Titten und Ärsche. Ich werde jetzt erstmal ein Foto wieder machen. Okay, wo sind eure Eltern? Klasse! Die Beats werden immer heißer und der DJ soll verdursten. Nein, ich gucke doch gerade ruhig. Was ist das besondere Zeug helfen? Meine Rumpfmuskulatur ist krass inzwischen. Woo! Rumpfmuskulatur! Scheiße, ja! Oh, scheiße, ja! Feuer sofort einstellen!
Ich glaub, oh, ich bin bei 40. Sorry. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich bin bei 40 Minuten reingekommen. Ich glaube, das reicht auch. Bis zum nächsten Mal und haut rein.